Heute bei uns Menschen, die sich aus den Fesseln von Sekten und Religionsgemeinschaften lösen konnten. Ihre Geschichten sind geprägt von Furcht, gezielter Manipulation und Kontrolle, aber auch von ungeheurem Mut. Barbara Kalich, Talk um 4. Was passiert, wenn der Glaube alles dominiert und kontrolliert? Und was geschieht, wenn man sich davon befreit? Meine Gäste brechen heute ihr Schweigen, denn sie waren gefangen im Glauben. Herzlich willkommen euch allen. Ich darf meine Runde vorstellen. Schon ihre Eltern waren dabei, somit wurde Johanna in eine Religionsgemeinschaft hineingeboren. Für sie waren alle Weltlichen, also die Menschen außerhalb der Organisation, die Bösen. Sie musste viele Hürden überwinden, um von ihrer emotionalen Abhängigkeit loszukommen. Mario verliebte sich in eine Frau derselben Religionsgemeinschaft und um sie zu heiraten oder heiraten zu können, musste er beitreten. Was mit Liebe begann, endete mit Liebeskummer und Leid. Bis heute lässt ihn dieses Drama nicht los, obwohl er es nach 20 Jahren schaffte, auszutreten. Unglaubliche 32 Jahre lebte Peter in einer sektenähnlichen Gruppierung eines selbsternannten Gurus, der seine Anhänger durch gezielte Manipulationen und Erniedrigungen kontrollierte. Nach dem Ausstieg musste er erst lernen, selbstständig zu denken. Irmgard geriet bei einer USA-Reise in die Fänge einer weltweit bekannten Sekte. Hätten ihre Eltern sie nicht in einer heldenhaften Aktion befreit, wäre sie sicher auch heute noch dort. Und Psychotherapeutin, Professorin, Doktorin Monika Vogrolli wird uns erklären, mit welchen Methoden Sekten und sektenähnliche Gemeinschaften arbeiten und warum und wie Menschen manipuliert werden können. Schön, dass du da bist, liebe Monika. Herzlich willkommen euch allen. Ich habe am Anfang gesagt, es ist schon jetzt ein großes Kompliment, Ehre. Und ich bin sehr dankbar, auch euch hier begrüßen zu dürfen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass ihr aus eurem Leben, einem gewissen Lebensabschnitt, einer gewissen Zeit auch redet. Ich möchte gern mit dem Peter beginnen. Du warst in einer sektenähnlichen Gruppierung, so sagst du, in einer an einem Ort, wo du eigentlich, kann man sagen, 24/7, also 7 Tage die Woche, 32 Jahre lang täglich irgendwas zwischen 15 und 18 Stunden, sagst du, gearbeitet hast. Wie bist du da reingekommen? Was war das genau? Das ist einfach zu erklären. Ich habe Architektur studiert und im Laufe dieses Studiums habe ich einen sehr, muss ich zugeben, charismatischen Lehrbeauftragten kennengelernt, der sich interessiert hat für seine Studenten. Und da ist eine Ateliergemeinschaft daraus entstanden. Wir haben also Kunstprojekte gemacht, Architekturprojekte etc. Und das Ganze ist dann immer dichter geworden. Am Anfang waren wir ungefähr 14, 15 Leute und das hat sich dann verdichtet. Durch sogenannte Jour fix sind wir immer mehr an ihn gebunden worden. Und schließlich ist der Gedanke entstanden, warum sollen wir in Wien 7 verschiedene Wohnungen bezahlen und 3 verschiedene Ateliers? Kaufen wir etwas gemeinsam und ziehen wir dorthin und arbeiten wir dort. Und so ist das entstanden. Und das ist ja eigentlich ganz logisch und was ja praktisch auch ist. Ja, natürlich. Es waren ganz logische, nachvollziehbare Gedanken. Wir haben jede Menge Geld gespart und haben was Eigenes gehabt. Also das hat eigentlich jeden eingeleuchtet. Und dieser Hof oder was immer das auch war, dieses Gebäude, ja, hat allen gehört, weil alle mitgezahlt haben? Nein, es haben alle mitgezahlt. Aber es hat nur der Frau des Gurus gehört, weil sie hat einen Gewerbeschein gehabt und hat gesagt, naja, ich muss das Gewerbe anmelden und führen, also habe ich die meiste Verantwortung. Später wird es das eh alle kriegen. Mhm. Also wir haben es aber nie gekriegt natürlich. Sie hat alles kassiert und hat es dann verkauft. Und muss man sich das so vorstellen? Da war quasi dieser selbsternannte Guru mit seiner Frau und weitere Pärchen? Oder waren das Singles? Und in welcher Altersstufe waren die Menschen dort? Es waren Singles, zum Teil waren es Freundschaften schon vorhanden, aber die Pärchen sind erst im Laufe dieser Geschichte, dieser Entwicklungsgeschichte entstanden. Wir waren alle zwischen
22 und 18, also von 18 ja. bis 22. Ich bin mit 22 hineingekommen. Andere waren schon ein bisschen jünger, wie sie hineingekommen sind, aber ich war eher einer der Älteren dort. Und du hast dann so quasi Räumlichkeiten gehabt, Zimmerchen? Oder ja, wir haben diesen Bauernhof, der das war, gekauft und vom Schweinestall weg umgebaut, ausgeräumt, ausgemistet und haben dann am Anfang gemeinsam dort gelebt, gemeinsam geschlafen, alle am Dachboden und unten im Erdgeschoss gearbeitet. Und später haben wir dann Zimmer ausgebaut. Es hat jeder schon ein eigenes Zimmer gehabt oder jedes Paar. Aber wir haben also gemeinsam gegessen und Privatsphäre war eigentlich nicht vorhanden. Was war das Schöne am Anfang? Weil das musste ja gefallen haben, als du da... Ja, das war der Wunsch oder die Vorstellung, eine Utopie zu verwirklichen. Eine gesellschaftliche, soziale, finanzielle, wirtschaftliche Utopie zu verwirklichen. Gemeinsam etwas zu machen. Das hat ja was für sich. Bis dahin klingt ja alles noch irgendwie schön. Und wie du sagst, das ist eine Utopie, das ist ein Wunsch, es gemeinsam zu schaffen. Weil das war ja auch bei Mario vielleicht ein bisschen so der Fall, oder? Ja, es ist grundsätzlich ist es ja ziemlich ähnlich. Ja. Es war bei mir auch, ich meine, ich habe mich damals verliebt. Ich war damals mit dieser Frau zusammen. Und da gab es halt für mich nur einen Weg. Ja, und der eine. Wo hast du sie kennengelernt, entschuldige? Ich bin damals im Sommer, also die Geschichte fängt ein bisschen früher an. Ich bin im Sommer oft bei meiner Großmutter gewesen. Meine Großmutter hat in Burgenland unten gewohnt. Da habe ich teilweise dann immer so 2-3 Wochen Sommer verbracht. Und meine Oma war eben Teil dieser Gemeinschaft. Und ich kann mich noch an Zeiten hin, und da war ich, weiß ich nicht, 12, 13 und so, oder vielleicht sogar jünger, wo ich runtergekommen bin. Und meine Oma hat dann jedes Mal gefragt, und studierst du schon die Bibel? Weil Hamageddon kommt bald. Ja? Und das war für mich immer so ein Punkt, der ist bei mir immer hängen geblieben. Ja? Und ich bin dann natürlich auch in dieser Zeit, wo ich dann im Sommer teilweise bei meiner Oma unten war, dann mit ihr natürlich in diese Versammlungen mitgegangen und habe dadurch auch einen gewissen Freundeskreis gehabt, der halt Teil dieser Gemeinschaft war. Und aufgrund dieses Freundeskreises habe ich damals dann meine damalige Frau kennengelernt. Ja? Und diese Liebe konnte nicht gelebt werden, weil du nicht Teil der Gemeinschaft warst? Genau, es ist grundsätzlich so, es ist jetzt nicht eine hundertprozentige Verpflichtung, ja, weil es gibt auch Pärchen, bei denen das nicht so ist, aber es ist eigentlich, wird es so gelebt, dass man sagt, man muss Teil der Gemeinschaft sein, um eine Ehe einzugehen, ja, um eine Beziehung zu haben. Also wir reden noch nicht mal von Ehe, wir reden von Beziehung. Ja. Also es gibt da Beziehungen vor Ehe gibt es eigentlich kaum. Ich komme gleich wieder zu dir zurück, weil Johanna hat es ja im umgekehrten Fall erlebt. Genau, meine Eltern waren eben bereits Mitglieder und ja, irgendwann haben sie dann eine Ehe geschlossen, wie sie es gehört. Und ein paar Jahre später bin ich dann auf die Welt gekommen und ich war halt einfach mittendrin. Und dann hast du dich verliebt. Also das, was Mario erlebt hat, als quasi der Außenstehende, genau, ist dir passiert im inneren Kreis. Genau, ich habe mich eben von innen nach außen verliebt. Genau, ja, schön gesagt, ja. Genau, und nämlich tatsächlich, ne? Ja, es ist tatsächlich, ja. Und ich weiß noch, ich habe eigentlich damals sogar sehr viel gebetet und geweint und gehofft, dass sich dieser auch nicht in mich zurückverliebt, damit ich da keine Probleme kriege, wenn mir das Nein-Sagen so schwer gefallen ist. Und irgendwann habe ich es halt dann natürlich doch nicht ausgehalten und hatte da heimlich diese Beziehung. Und habe aber immer wieder, also weil es zufällig auch Teil der Programminhalte bei den Gottesdiensten, so kann man eigentlich sagen. Also bei den Gottesdiensten war es einfach immer wieder Thema, bloß nicht in jemanden von außerhalb verlieben und immer schön brav sein und dies, das, jenes. Also, und dann bin ich irgendwie mal drin gesessen und habe mir auch so gedacht, so, ich bin doch nicht krank. Ich bin doch nur verliebt. Vielleicht hört das eh wieder von selber auf. Wurde man ein bisschen als krank bezeichnet, wenn man sich verliebt hat in jemanden außerhalb der Gemeinschaft? Nicht mit direkt diesen Worten, aber es fielen schon so Sätze wie, ihr müsst es jemandem erzählen, weil sonst kann man euch nicht helfen. Mhm. Oder eben, dass man dann im Glauben schwach und krank wird. Also es wurden Parallelen gezogen, auch wenn es nicht direkt so bezeichnet wurde. Aber die Botschaft war schon sehr deutlich, wenn das bei dir der Fall ist, stimmt was mit dir nicht und du musst das sofort ändern, weil sonst hat das gravierende Konsequenzen für alle. Das ist das typische Problem, das dann konstruiert wird. Ja. Das kann man irrsinnig leicht machen. Ich kann jeden Menschen sofort ein Problem andiskutieren und andichten und das dann verdichten, solange bis es zu einem wirklichen Problem wird. Weil alles, was du falsch machst, ist auf dein Problem zurückzuführen.
Ja, und mein eigentliches Problem war, dass ich eigentlich nicht zu meinem Partner stehen konnte, zu dem ich dein eigentliches eigentlich Problem sehr verliebt war. Ja. War, dass du dich verliebt hast. Das ja, war das war alles, was ich falsch Problem, gemacht habe. Ne? Ja. Aber es klingt ein bisschen, wenn du das so hörst, dass man quasi nicht als krank direkt bezeichnet wurde, aber als jemand, der Hilfe brauchen wird, ja. Klingt das natürlich schon sehr nach Gehirnwäsche, was, glaube ich, auch die Irmgard erlebt hat, damals in den USA. Wie bist du in diese Sekte hineingeschlittert? Ja, ich war damals, das war so nach einer großen Prüfung in meinem Studium. Also dann mein damaliger Freund, wir sind nach Amerika gereist und haben uns so ein Rundreiseticket, so ein Flugticket gekauft. Wir waren dann noch eine Zeit lang miteinander. Dann hatten wir großen Streit, egal. Dann ist er nach Hause gefahren und ich bin dort geblieben und bin dann noch verschiedene Städte angeflogen und unter anderem San Francisco. Dort bin ich mit meinem Rucksack herumgegangen und es reden mich zwei junge Burschen an, so in meinem Alter damals, und haben mit mir zu diskutieren begonnen. Und das war irgendwie sehr, sehr anregend und haben gemeint, ich könnte doch am Abend zu Ihnen kommen, mit Ihnen mitgehen. Sie haben dort einen Vortrag, einen sehr interessanten Vortrag. Ich krieg dort was zum Essen und so. Und ich habe mir gedacht, ja, damals ist es ja, so viel Geld hatte ich ja auch nicht mit. Ne? Ich war damals 23 Jahre alt. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und hören wir das an. Der Vortrag war sehr interessant. Wir haben dann nachher diskutiert. Na, wir fahren jetzt gerade auf ein Camp in der Nähe von San Francisco. Magst du nicht mitkommen? Ja, hin, her, bin ich mitgefahren. Ich habe gedacht, warum nicht? Ja, war frei, ungebunden. Und dort, in diesem Camp, gab es immer wieder Vorträge, die sehr interessant waren. Es ist nur auffällig gewesen, dass sie uns voneinander ferngehalten haben. Ja? Also wir wurden irgendwie abgeschirmt von den Neulingen, von denen, die auch gerade erst dazugekommen sind. Und diese zwei Burschen, die mich da aufgegriffen oder angesprochen haben, die haben mich einfach immer begleitet. Und ich habe eigentlich damals ein Tagebuch geschrieben und habe immer bei diesen Vorträgen, die wirklich interessant waren, mitgeschrieben und alles auf Englisch mitgeschrieben. Und alles, was ich kritisch sah, habe ich auf Deutsch geschrieben. Und mir ist so im Nachhinein dann aufgefallen, dass das Kritische ist immer weniger geworden. Ja? Es ist immer mehr auf Englisch dann in diesem Buch drinnen gestanden. Die Bedenken kamen wahrscheinlich später oder gar nicht? Na, gar nicht. Also bei mir sind die Bedenken nicht gekommen. Bei mir, ich habe es genossen, die Zeit dort. Schon, es kam einmal, ich sollte mich dann irgendwann mal verpflichten. Und das hat dann auch geheißen, ich hätte müssen meine ganzen persönlichen Sachen abgeben und andere Kleider nehmen. Und ich hatte damals von meinen Eltern einen Ring bekommen zur Matura. Und dann, das war der Ring, da haben wir gedacht, na, den kann ich nicht hergeben. Und da war ich noch nicht so weit. Aber dann sind wir nach San Francisco und haben Blumen verkauft oder irgendwelche Zuckerl verkauft oder in dem Lagerhaus, das sie hatten, Ordnung gemacht. Also ganz einfache Tätigkeiten. Und in dem Lager, da ist mir auch aufgefallen, da gab es einen Container, da sollten wir die Kleider sortieren und einfach die Bücher sortieren und so. Und da habe ich mir gedacht, wieso liegt da ein Buch, ein schwedisches Buch? Ja? Ich habe mir gedacht, wie kommt das dahin? Im Nachhinein weiß ich, das war auch eine, denen, der mir halt ihre Sachen nicht mehr herausgegeben hat. Weil bei mir war es auch so, ich wollte mein Tagebuch und meine Sachen dann noch aus der Glaubensgemeinschaft herausholen. Ich hätte müssen selber hineingehen, das habe ich nicht geschafft. Und mein Vater hat versucht, diese Sachen zu holen. Sie wurden ihm aber nicht ausgehändigt. Peter,
32 Jahre lang hast du gelebt in dieser sektenähnlichen Gruppierung. Anfangs war alles schön. Also dieser Wunsch, es gemeinsam, diese Gemeinschaft zu leben. Wann kamen denn die ersten Bedenken? Das erste Mal ein Unwohlsein oder? Naja, das passiert sehr langsam. In solchen Strukturen wird ja versucht, deine Persönlichkeit zu brechen und auszutauschen. Da gibt es die verschiedensten Methoden. Da gibt es die Handlungskontrolle, die Denkkontrolle, die soziale Kontrolle, die Gefühlskontrolle. Und da wird es dann natürlich schwierig bei der Gefühlskontrolle, weil das wirst du wahrscheinlich als Psychologin auch sehr gut verstehen. Wenn dir jemand sagt, du darfst so nicht fühlen, dann musst du das irgendwie bearbeiten. Da kommt eine Spaltung zustande. Bei mir war es dann so, meine Eltern haben sich kurz vorher scheiden lassen. Und das hat mir schon einen gewissen Schlag versetzt. Aber dieses Problem ist von dem Guru eiskalt ausgenutzt worden, um meine Eltern als die Bösen und meinen Vater als den, der mich psychisch manipuliert. Mein Vater hat mich psychisch manipuliert. Das heißt, der Guru, der ein schwerer Narzisst war und eine psychopathisch gestörte Persönlichkeit, hat seine eigenen Probleme auf mich übertragen und hat mir sein Problem angehängt. Und das funktioniert, wenn man sich nicht auskennt, natürlich sehr einfach. Und ich habe mich damals nicht ausgekennt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Narzisst ist. Woher sollte ich das wissen? Ich habe mich ja nie dafür interessiert gehabt. Und dann sagt mir der auf einmal, ich habe eine narzisstische Störung, die er selber gehabt hat. Und da war ich natürlich erledigt, weil dann habe ich dann versucht, okay, meine ganzen Probleme kommen aus meiner narzisstischen Störung. Und das war für mich eine gewisse Erklärung. Aber gleichzeitig war es der Weg, um mich von meiner eigenen Person wegzubringen und in eine andere Person zu transformieren. Eine gezielte Manipulation? Ja, gezielte Manipulation. Es werden die sozialen Kontakte manipuliert, es wird die Umwelt manipuliert, es wird ein Realitätsverlust erzeugt. Du weißt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und du hast einfach nur noch Angst. Und in diesem Konstrukt bleibt man dann auch? Ja, weil man Angst hat. Ja, Angst? Du bist ja von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, und wenn dir einer 30 Jahre lang sagt, du kannst außen keine Woche überleben ohne uns, weil du dich nicht auskennst, was ja stimmt. Ich habe nicht einmal gewusst, wie ich mit Geld umgehen kann. Wie ich heraus war, habe ich angefangen, ein Tagebuch zu führen. 1,20 Euro eine Semmel, 2,70 Euro die Nudeln, der Liter Milch, der Fahrschein, das Brot, was es gekostet hat, bis ich wieder einen Überblick gehabt habe, was Geld ist und wie Geld funktioniert. Mario, du sagst, du bist über deine Großmutter sozusagen, hast du die Gemeinschaft kennengelernt, ja. Dann hast du dich verliebt. Wie hat man dich denn geködert? Also was war nur das Verlieben wird es ja nicht gewesen sein. Nein, also es deckt sich, also die Geschichten decken sich ja grundsätzlich immer wieder. Es ist das Glaubenskonstrukt vielleicht eine andere, die Basis ist eine andere, aber es deckt sich grundsätzlich immer mit dem Gleichen. Und es wurde bei uns natürlich dann immer biblisch erklärt, wo man gesagt hat, die alte Persönlichkeit ausziehen und die neue Persönlichkeit anziehen. Ja? Die alte Persönlichkeit ist der Mensch, der du bist. Und im Endeffekt ist die neue Persönlichkeit die Persönlichkeit, die mit der Religionsgemeinschaft verbunden ist. Die gewünscht ist. Die gewünscht ist, natürlich. Ja. Es wird einem natürlich auch alles, wie soll ich sagen, logisch verkauft. Ja, ich nenne es jetzt absichtlich verkaufen, weil das ist es, was es ist. Ja. Es wird einem logisch verkauft, also es wird einem die Bibel erklärt, die man vielleicht vorher nie so verstanden hat. Es wird einem eine wunderschöne Zukunft versprochen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Was für eine Zukunft? Naja, dass man in Zukunft auf einer paradiesischen Erde leben wird, dass alle Menschen, die man vielleicht im Tod verloren hat, alle wieder zurückkommen werden, mit denen man dann wieder sein Leben genießen kann. Man wird, auch wenn man krank ist, blind ist oder was auch immer ist, wird man nachher all diese Schäden nicht mehr haben. Das heißt, man wird dann unter Anführungszeichen ein perfekter Mensch wieder sein, so wie es nach damals... Nach dem Tod? Nach dem Tod, ja. Wenn man dann im Paradies ist, so wie es eigentlich Gott für Adam und Eva vorgesehen hatte. Und das wird einem alles dann so erzählt. Ne? Und dann spielt eben auch rein, auch was wir gehört haben, dass halt auch dieses große Lovebombing, nennt sich das auf Englisch, was halt passiert. Man kommt in eine Gemeinschaft hinein, dort wird man sofort willkommen geheißen, es wird wahnsinnig viel Liebe verbreitet, man wird umarmt, man wird, wenn man sich mal beim Programm beteiligt zum Beispiel, wird man dann sofort gelobt und es ist dieses ganze Gemeinschaftsgefühl ist wahnsinnig, wahnsinnig stark da. Ja. Was man halt nicht mitbekommt, und das ist auch, was der Peter angesprochen hat, wo man halt dann wirklich, wo dann unbewusst es in einem passiert, wo man dann wirklich dann da drinnen ist, gefangen ist. Und man merkt eigentlich gar nicht, dass eigentlich das gesamte Verhalten, auch die Denkweise
die Information natürlich, weil man soll ja nur die Dinge lesen, die innerhalb der Glaubensgemeinschaft produziert wird. Ja. Und diese Dinge werden dann so in einem aufgenommen, dass man dann nachher das eigentlich gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Und jedes Nicht-Erfüllen dieser Kontrollmechanismen wird immer auf dich als Problemursache zurückgeführt. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also wenn du praktisch es nicht schaffst, so zu sein, wie der Guru oder die Führung sagt, ist es dein Problem. Natürlich. Und du bist schwach im Glauben. Ja, und das hängt wahnsinnig in dir, wenn dir jemand sagt, das ist dein Problem. Jemand, dem du quasi eine Autorität zugestehst, weil er ja älter ist oder charismatisch oder sonst irgendwas. Also das beißt sich hinein. Und diese Widerhaken, die sie dir setzen mit dieser Manipulation, die kriegst du irrsinnig schwer wieder raus aus dem Körper und aus dem Kopf. Vor allem, es ist ja auch alles, was außenseitig ist. Ja? Also man hat ja hier die Gemeinschaft und alles, was außen ist, sind jetzt in unserem Fall sind es halt die weltlichen Menschen, die Weltmenschen. Und die stehen alle unter dem Einfluss der Dämonen und Satans. Ja. Und das ist halt, wo man halt diese große Trennung hier herbeiführt. Ja? Nur innerhalb der Gemeinschaft ist das Leben gut, innerhalb der Gemeinschaft kann man den Menschen vertrauen, innerhalb der Gemeinschaft ist alles hervorragend und alles, was außen ist, ist böse. Ja. Und somit ist es auch wahnsinnig schwierig für einen Menschen, der jetzt einmal vielleicht in eine Situation kommt, wo er Zweifel hat, sich außen zu informieren. Weil einem immer gesagt wird, alles, was von draußen kommt, ist ja nur von Ex-Mitgliedern, Abtrünnigen, bösen Menschen, die wollen, dass du von Gott weggehst. Es ist in dieser Glaubensgemeinschaft, wo ich war, geht es auch darum, die draußen sind, das ist eigentlich das Böse. Mhm. Und die drinnen sind, das ist das Gute, die Wahren. Mhm. Das ist die wahre Familie. Mhm. Und da geht es nämlich auch darum, dass es gesagt wird, der Gründer und seine Frau, die Kinder sind dann die wahren Kinder, die haben keine Erbsünde mehr. Und die wir dazukommen, wir müssen uns das erst erarbeiten. Für uns war es einfach nur das Elite-Denken. Wir haben uns als Elite gefühlt. Erhaben oder überlegen gegenüber der Außenwelt, weil die verstehen uns ja nicht. Weil bevor ich darauf zu sprechen komme, wie ihr denn geschafft habt, rauszukommen, würde ich gerne unsere Expertin fragen, wie sich denn diese Gemeinschaften, diese Sekten, was auch immer, die Mitglieder holen. Professorin Doktorin Monika Vogrolli, du bist Psychotherapeutin. Und wir haben jetzt gerade verschiedene Geschichten gehört, Lebensgeschichten. Mario hat gesagt, sie decken sich irgendwie alle sind sich ähnlich. Mit welchen Versprechen holen sich denn diese Gemeinschaften, diese Sekten, ihre Mitglieder? Wir haben ja schon ganz viel gehört. Es sind narzisstische Strategien. Der Mario hat auch den Begriff des Lovebombings genannt. Also am Anfang wird man gehätschelt, aufgewertet, fühlt sich elitär, fühlt sich angekommen, hat das Gefühl, jetzt macht alles Sinn, jetzt ist das alles plausibel, warum wir leben, wofür wir leben. Das Ganze hat sozusagen einen übergeordneten Wert und dem will ich jetzt folgen. Orientierungshilfe ist es auch und eben das Gemeinschaftliche, dieses Teil eines Kollektivs sein und was Sinnvolles gemeinsam machen, das ist einfach etwas, was uns Menschen erfüllt und das wir uns eigentlich alle wünschen. Ist jeder gefährdet sozusagen? Im Prinzip, ja. Geholt zu werden? Also ja, vor allem, wenn man sich verliebt hat. Ne? Weil wenn es dann eine Vertrauensperson ist, die einen da hineinführt, dann ist es umso schwieriger, wenn man emotional gebunden ist, an diese Person schon sozusagen davon zu abstrahieren, beiseite zu treten und zu sagen, ja, eigentlich ist es doch Manipulation und Gehirnwäsche. Da kommt man dann erst nachträglich dahinter, wenn man die Effekte, die Langzeitwirkungen hat und merkt, dass man eigentlich als Persönlichkeit abbaut. Und wer ist noch gefährdet? Unabhängig von Verliebten? Naja, in erster Linie sind es suchende Menschen, aber ich glaube, im Prinzip ist es wirklich jeder Einzelne, besonders auch nach einer Trennung, wenn man eben das Gefühl hat, ein bisschen lost, verloren zu sein. Wichtig ist auch, man befindet sich dann in einer fast heilen Weltbubble, wo alles seine Gesetzmäßigkeiten, Routinen, Rituale hat, wo man weiß, wo es lang geht. Und man wird natürlich auch, das möchte ich noch hinzufügen zu dem schon Gesagten, infantilisiert. Das heißt, man wird zum Kind gemacht. Mhm. Man ist in einer dauerhaften Regression. Regression kommt vom lateinischen Regredio, zurückgehen in eine frühere Stufe der Entwicklung. Das heißt, ich werde bevormundet und das entlastet mich auch von Verantwortung. Ja. Mhm. Das ist natürlich kein bewusster Prozess, dass man sagt, ich will keine Verantwortung tragen, aber es hat so etwas Einlullendes, Bubble-mäßiges, Geborgenes. Genau. Mario, wann bist du stutzig
50 geworden. Wann hast du dir gedacht, irgendwas in dieser ganzen Bubble, in dieser Gemeinschaft stimmt nicht? Ich meine, dadurch, dass ich in der Gemeinschaft ja nicht aufgewachsen bin, habe ich ein Leben vorher gekannt. Ja. Es kamen dann bei mir immer wieder, über Jahre hinweg, immer wieder Gedanken, wo ich mir dann Fragen gestellt habe oder dergleichen. Aber man muss sich halt vorstellen, wenn man da zwei- oder dreimal die Woche, dann war es noch dreimal die Woche, zum Schluss waren es nur mehr zweimal die Woche, aber wenn man da zwei- bis dreimal die Woche in der Woche hingeht, ja, und dann immer wieder dieses ganze Rad anfängt zu laufen, ja, und das immer wieder auf Null gestellt wird, auf eine gewisse Art und Weise, ja, dann sorgt es natürlich dazu, dass man diese Zweifel, die man hat, sehr, sehr wieder schnell vergisst. Und dann irgendwann einmal kam der Zeitpunkt, wo ich mich dann eben, ja, auch natürlich aufgrund des Internets, was natürlich früher natürlich nicht so war. Früher war das viel schwieriger, Informationen zu bekommen. Heutzutage ist es wesentlich einfacher und aufgrund des Internets natürlich gab es dann von mir dann einen Punkt, wo ich dann langsam begonnen habe, mich einfach mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, ja, mit Dingen zu lesen. Und es war aber nicht so einfach, rauszukommen? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Und bei der Johanna auch nicht? Nein. Aber du hast es geschafft. Wie lange hat denn das gedauert? Und wie war das dann, als du für dich beschlossen hast, ich möchte da eigentlich nicht mehr bleiben in dieser Religionsgemeinschaft? Also die allerersten Zweifel, also das grundsätzlich an dem Ganzen, das vielleicht doch nicht so korrekt ist, die kamen eigentlich sogar schon früher, mit so 12, 13, also wirklich wie die Pubertät angefangen hat. Und auch einfach durch die Schule, weil ich war in einer Ganztagsschule, damit hatte ich automatisch mehr mit meinen Schulkollegen zu tun und da wurden auch immer wieder Diskussionen geführt. Früher war es halt immer noch, na, warum kommst du nicht zu meinem Geburtstag, warum machst du nicht beim Weihnachtsfest mit so, und lauter solche Geschichten. Das durftest du nicht? Nein, das war halt, also es gab, also in dieser Glaubensgemeinschaft gibt es Gründe, die man der Bibel entnimmt, warum man diese Feiern eben nicht macht, warum das verboten ist, warum also keine, das vom wahren Glauben abhängt. Keine Geburtstage, kein Weihnachten, kein Ostern, kein nichts. Genau, also es gab eigene Feiern, eigene Veranstaltungen. Das halt schon, es ist ein Ritual da, es ist eine Gemeinschaft da, dass man halt, dass es nicht ganz so langweilig ist, sondern dass es auch ab und zu ein paar Events gibt, auf die man sich freuen kann. Wie ist denn der Umgang mit den Frauen in der Gemeinschaft? Ja. So. wenn man Glück hat, wird man als die kleine Schwester behandelt und wird mit schon sehr viel Respekt und Ehre behandelt und man ist nicht, man ist kein potenzieller Sexpartner und das nimmt in gewissen Begegnungen schon sehr viel Druck weg. Aber wehe, du hast eine andere Meinung, wehe, du bist kompetenter. Und einer hat mir sogar mal ins Gesicht gesagt, ich sollte nicht die Matura machen, weil sonst werde ich keinen Mann finden, weil kein Mann will eine Frau, die gescheiter ist als er. Und da ging es nur um die Matura, da ging es nicht mal um einen Universitätsabschluss. Und dann bin ich auch so da gesehen, so, warum soll ich dann so einen Mann wollen? Warum soll ich mich selbst, mein Licht unter den Scheffel stellen, nur weil er nicht besser sein kann als ich? Also es ist ein sehr patriarchisches System. Ja. Ja. Also die Leiter, also Älteste oder Dienstamtgehilfen oder so, können nur Männer werden. Also Lehrer ist nur Männern vorbehalten. Und man sieht auch jetzt dadurch, dass ja die Organisation jetzt auch in den letzten, seit 2013, glaube ich, wird sehr, sehr viel über Videos gemacht. Da gibt es einen eigenen Broadcast-Channel und was auch immer. Und man sieht wirklich, also wenn man ganz genau hinschaut mit einem externen Blick, sieht man, die Frauen sind immer am Putzen, am Predigen, am Kinder aufpassen. Und das war's. Also es gibt dort Frauen, die jetzt irgendwelche Aufgaben übernehmen, abgesehen von den genannten, gibt es nicht. Ja. Den Mann noch bei seinen Aufgaben unterstützen und immer ein gutes Bild abgeben. Also man kann sich wirklich so vorstellen wie die perfekte 50er-Jahre-Hausfrau. Man präsentiert sich selbst so in einem perfekten Bild, dass der Mann besser dasteht. Weil eben damit er dann zum Dienstamt gehilfen wird, damit er zum Ältesten wird, damit er diese, jene Vorrechte bekommt, muss nämlich auch das Familienbild passen und er muss auch seine Kinder zum Beispiel unter Kontrolle halten. Bei vielen Glaubensgemeinschaften tritt man einfach aus und sagt, ich möchte nicht mehr Mitglied sein. Bei euch war es nicht ganz so einfach. Also man kann sagen, insgesamt waren es 3 Anläufe und der letzte, der dann geglückt war, der war einfach nicht persönlich. Da habe ich einfach nur einen Brief in den Briefkasten geschmissen und einfach nicht nur auf Nachrichten reagiert. Aber was hat man davor gemacht? Hat man versucht, dich zu halten? Ja, sicher. Grundsätzlich kann man sagen, man kann natürlich jederzeit aussteigen. Ja? Natürlich kann man das. Man kann natürlich der Gemeinschaft sagen, es interessiert mich nicht mehr, ich möchte offiziell nicht mehr das sein, dabei sein. Aber es wird in unserer Gemeinschaft wird zum Beispiel die Ächtung praktiziert.
Also sobald man den Glauben verlässt, bricht einem das komplette Sozialsystem weg. Und das geht bis zu dem, wo ich sage, da schmeißen sogar manche Eltern ihre Kinder raus. Ja. Oder Kinder reden nicht mehr mit ihren Eltern. Familien werden zerrüttet und zerrissen. Ja. Also diese Ächtungspolitik, das war zum Beispiel bei mir. Man muss sich vorstellen, ich bin mit ca. 21 bin ich da reingekommen. Ich bin Ende 2019 ausgestiegen. Mein komplettes Sozialsystem war in dieser Gemeinschaft, über 20 Jahre lang. Ja. Und wenn man dann die Entscheidung trifft, auszusteigen, dann bricht einem genau dieses Sozialsystem komplett weg. Das heißt, man steht von heute auf morgen ohne eine einzige Person da. Wenn man nicht jemanden hat von der Familie, wie zum Beispiel meine Eltern, die jetzt zum Beispiel nicht in der Glaubensgemeinschaft sind, die einem dann einen Rückhalt geben. Ja. Das war es nämlich bei mir, weil ich bin zufällig in eine wirklich große Freundesgruppe reingekommen. Und also wir haben uns über mehrere Bundesländer erstreckt. Wir haben gemeinsam Ausflüge gemacht. Wir haben uns teilweise gemeinsam Unterkünften gemietet, so 20, 30 Personen und auch so ein bisschen Kommunenleben. So Vorblick aufs Paradies haben wir es immer genannt. Die Männer in dem einen Gebäude, die Frauen in dem anderen Gebäude und natürlich immer Erwachsene. Es war mindestens ein Ältester dabei, um zu bestätigen, dass ja nichts Unmoralisches gelaufen ist. Außer man ist 5 Minuten tief in den Wald hineingegangen. Na, also so schlimm war es nicht, also vielleicht die anderen, aber ich war doch immer eine von den Braven, von den Vorzeigepersonen. Und deswegen war es für mich auch so schwer, da rauszugehen. Ich hatte Probleme mit den Lehren, ich hatte Probleme damit, wie die Nächstenliebe gelehrt, aber gleichzeitig auch gelebt wurde. Und dann haben sie mich natürlich, ja, aber die Gemeinschaft, und was ist mit deinen Eltern? Und weil meine Familie halt auch so ein bisschen patchwork-chaotisch ist, gab es zum Beispiel auch Brüder, die sehr früh ausgetreten sind und halt ein sehr, sehr, also das typische weltliche Leben mit Clubbing und Nightlife hier und dort verbracht haben. Und das waren halt dann eben auch so die Bösen, du willst doch nicht so enden wie die. Weil ich hatte wirklich, es gab 20 Jahre lang keinen Kontakt. Und eben, das war beim ersten Anlauf, hatte ich noch den großen Freundeskreis. Und dann hat sich der sowieso aufgelöst, wie das halt so ist im Laufe des Lebens. Dann war der zweite Versuch, da bin ich sogar extra in die Gemeinde gegangen, also in das Haus, wo die Gottesdienste waren. Während dem Gottesdienst habe ich das versucht, war natürlich nicht erfolgreich, weil auch da haben sie mich wieder drangekriegt, hauptsächlich mit den Emotionen, weil bist du dir sicher und du machst nur gerade eine schwere Zeit durch und dann überleg dir das nochmal. Und irgendwann hat es mich dann einfach nur mehr zerrissen, weil ich hatte einfach nicht mehr das Gefühl, dass ich mir selbst gehöre. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Meinungen, mein Wertebild, nichts davon war ich. Und ich wollte eigentlich nur raus, damit ich mal meine Ruhe habe. Damit keiner mit mir spricht. Das wollte ich unbedingt, dass keiner mit mir redet. Dass ich einmal zu mir finde. Also es war wirklich wie so eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Als würde ich ständig neben mir stehen oder über mir schweben. Und ich wollte einfach mal mich finden. Und ja, dann bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich voll cool bin und eh ganz okay. Und ob ich jetzt einen schwachen oder starken Glauben habe, sagt nichts über darüber aus, ob ich es wert bin, geliebt zu werden. Und deine Eltern? Weil als du quasi austreten wolltest, waren sie ja noch drin, ne? Ja, mit meiner Mutter habe ich auch immer wieder, also ich wollte sie sanft darauf vorbereiten, dass ich wahrscheinlich die Gemeinschaft verlassen werde. Und ihre große Sorge war, dass ich dann in denselben Lebensstil hineinfall, wie es bei meinen Brüdern der Fall war. Aber das ist eine komplett andere Geschichte, komplett andere Voraussetzungen. Weil umgekehrt war es in Irmgards Fall ja so, dass deine Eltern dich tatsächlich gerettet haben. Also sie sind nach Amerika geflogen, weil sie schon bemerkt hatten, irgendwas ist mit ihr und die Briefe werden immer komischer, die du damals geschrieben hattest. Die Briefe sind immer infantiler geworden. Ja. Also das, was ich geschrieben habe, da haben sie sich irgendwann einmal gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Und haben sich dann mit dem Sektenreferat der Erzdiözese Wien einen Termin ausgemacht. Und da wurde ihnen gesagt, fliegt hinüber. Ja. Und holst das Kind. Und holst das Kind, ja. Wir haben noch mehrmals telefoniert. Und immer dann, wenn sie mich am Telefon hatten, dann habe ich gesagt, ja, ich komme. Aber ich bin dann nicht gekommen, weil sie mich dann wieder mit mir dann wieder gesprochen haben und ich kann doch nicht sozusagen als Apostel Jesu diese Gruppe verlassen.
Sie sind dann gekommen. Ich habe lange Zeit nichts davon gewusst. Es war für Sie auch nicht einfach zu kommen, weil ich meine, Sie haben Ihre Arbeit verlassen. Sie haben müssen schauen, wo kriegen Sie das Geld her. Die Flüge waren nicht so günstig wie jetzt. Aber Sie haben es trotzdem gemacht und dafür bin ich Ihnen jetzt noch sehr dankbar. Ja, also Sie sind gekommen. Ich bin dann in dieser Gemeinschaft ein bisschen hin und her geschickt worden. Und ich habe mich nicht auskennt, warum. Warum bin ich einmal im Camp und warum bin ich einmal in San Francisco? Und jetzt fährst du wieder aufs Camp und dann wieder nach San Francisco. Und das ist nur damit deswegen gewesen, damit meine Eltern mich nicht finden, sozusagen. Und dann eines Tages waren sie aber vor diesem Camp in der Früh, schon um 6, ich wurde geweckt, deine Eltern stehen vor der Tür. Dann hat man mir noch Instruktionen gegeben, wie ich da jetzt hinauszugehen habe. Da war zwischen Camp und dem Platz, wo meine Eltern waren, war eine Brücke. Und sie haben mir eine Rose in die Hand gedrückt und ich soll das meiner Mutter geben. Und irgendwie meine Mutter hat dann auch gesagt, das bist nicht du gewesen. Ja? Und wir haben dann den ganzen Tag lang diskutiert. Zuerst mit meinen Eltern, dann hat mich die Glaubensgemeinschaft wieder hineingeholt. Die haben mir wieder gesagt, du wirst doch nicht jetzt dem Bösen folgen, bleib doch. Weil die Eltern sind böse. Ja, sie wissen es nicht, aber sie gehören dem Bösen an. Und das war ein ganz schwerer Tag für mich damals, weil ich wirklich nicht wusste, was soll ich jetzt tun. Einerseits habe ich meinen Eltern vertraut, andererseits verlasse ich Jesu. Und mein Vater hat dann im Laufe der Zeit, hat er irgendwann einmal gesagt, so, er macht mir diesen Vorschlag, wenn ich jetzt mit Ihnen mitgehe und ich glaube, dass, und ich meine, das ist nicht die richtige Entscheidung gewesen, dann bringt er mich persönlich zurück. Und das war eines der Punkte, warum ich dann gesagt habe, ja, ich gehe mit. Und ein zweites war das, dass meine Eltern mir irgendwie erzählt haben, sie waren in San Francisco und haben mich nicht gefunden. Und ich habe aber gewusst, ich war an dem Tag in San Francisco. Also die wahre Familie hat gelogen und das geht nicht. Also das gibt es nicht. Die wahre Familie, da gibt es keine Lügen. Und das waren die Punkte, wo ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt mit meinen Eltern mit. Ewig gedauert, bis ich das überhaupt aussprechen konnte. Und da hat dann meine Mutter gedrängt zum Auto. Geh mal. Und dann hat es erst richtig chaotisch zu werden begonnen, weil dann sind sie handgreiflich geworden, haben dann meinen Vater vom Steuer gedrängt, haben mich versucht, aus dem Auto zu reißen. Haben dann, wie wir schon im Auto gesessen sind, von hinten immer drauf geklopft. Also ich habe furchtbare Angst gehabt, dass sie uns folgen. Ich habe dann die ganze Zeit, wir haben ja dann noch einige Tage in San Francisco gehabt, weil ich hatte natürlich auch keinen Pass mehr, weil der in der Gemeinschaft geblieben ist. Ich habe die ganze Zeit gefürchtet, dass sie mich holen und auch beim Einsteigen ins Flugzeug. Ich habe wirklich gezittert. Es ist uns dann Gott sei Dank gelungen. Aber spätestens da wusstest du möchtest nicht mehr zurück. Ja, da wusste ich. Dein Vater musste dich gar nicht mehr zurückbringen. Nein, musste mich nicht mehr zurückbringen. Aber es hat dann auch nachher, ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich wieder meinen Weg gefunden habe. Ja, ich habe das immer so als Kreuzung empfunden, dann im Nachhinein, dass in dem Moment, wo ich die Glaubensgemeinschaft kennengelernt habe, bin ich einen Abzweiger gegangen, der falsche war. Und jetzt muss ich erst langsam wieder zurück zu diesem Kreuzungspunkt, um meinen Lebensweg weitergehen zu können. Ja. Das ist sehr, sehr interessant, weil das hängt, also dieser Gedanke, den du jetzt hast, Das ist völlig richtig. Du kannst nicht, wenn du irgendwo in eine Sackgasse gegangen bist, okay, ich springe über die Mauer und mach weiter. Du musst zurück bis zu dem Punkt, wo es falsch war und von dort neu anfangen. Ja, genau. Weil das glauben die meisten Sektenaussteiger, glauben immer, okay, sie haben es hinter sich, sie wollen nichts mehr davon wissen und sie machen ein neues Leben.
Die wenigsten arbeiten das auf und versuchen herauszufinden, warum bin ich dorthin gegangen. Aber bist du dann zurückgegangen zum 22. Lebensjahr, als du nach 32 Jahren gegangen bist? Nein, zum 22. nicht, aber ich hab mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Bei mir hat es ungefähr 4 Jahre gedauert, bis ich aussteigen konnte. Sag, hast du nicht auch noch ein anderes Mädchen dann später geholt? Also du bist von den Eltern geholt worden. Ja. Und du bist da dann noch einmal hin, ne? Ich bin dann ungefähr 3-4 Jahre später noch einmal von dem Sektenreferat kontaktiert worden, ob ich mir vorstellen kann, mit dieser Familie wieder nach San Francisco, wieder dorthin in zu dieser Gemeinschaft zu fahren. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und ich muss sagen, es war für mich auch meine Eltern haben befürchtet, dass ich vielleicht da wieder hineinrutschen könnte. Aber für mich war es eine Therapie, ja, das noch einmal zu durchleben. Es ist uns gelungen. Und da war es so ähnlich, dass du davor gestanden bist vor dem Camp und das Mädel gerettet hast? Das war ein bisschen anders. Bei mir war es so, dass wir vor dem Camp waren. Bei ihr war es, sie durfte heraus und wir haben heraus uns getroffen und geredet. Und auch sie ist dann letztendlich freigekommen. Ja. Genau. Und der Peter, als du es geschafft hast zu gehen, bist du einfach gegangen? Oder war das eher so eine Nacht- und Nebelaktion? Das war ähnlich abenteuerlich und wahrscheinlich auch ähnlich emotionell wie bei dir. Durch diese ständigen Demütigungen und dieses Runtermachen in den letzten Jahren habe ich echte psychische Probleme bekommen. Ich habe Magengeschwüre sowieso, aber ich habe dann Albträume bekommen. Und so habe ich dann wochenlang den gleichen Albtraum gehabt, dass ich auf einmal einen Revolver habe und mir den Lauf in den Mund stecke, draufbeiße und abdrücke. Und dann bin ich aufgewacht. Und da habe ich gewusst, also das kann nicht so weitergehen, das ist ja nicht mehr möglich. Und habe dann mit Vortäuschung eines Zahnarzttermins einen Psychologen, eine Psychotherapeutin aufgesucht. Und damals wurde mir auch dieser Narzissmuskomplex vom Guru stark eingeredet und nahegelegt als Lösung für meine Probleme, als Erklärung. Und ich habe das mit der Frau besprochen und habe gesagt, also bin ich jetzt verrückt? Und hat sie gesagt, nein, Sie sind nicht mehr oder weniger verrückt als jeder von uns, als wie ich auch. Und das war mal eine Riesenerleichterung. Und dann habe ich das Glück gehabt, mich in eine außenstehende Person zu verlieben. Also die Beziehung. Und die hat mir rausgeholfen. Ich habe zu dieser Person Vertrauen gefasst und angefangen, jetzt erst einmal vollmundig zu erzählen, was wir für eine tolle Gruppe sind, also wie toll und weiter, was wir alles machen und so. Und sie hat immer geduldig zugehört. Und irgendwann hat sie mir dann gesagt, nach 1-2 Jahren, du bist in einer Sekte. Und da war ich total wütend und habe sie beschimpft. Wie kannst du sowas sagen? Du verstehst das nicht und so weiter. Das stimmt ja alles nicht. Und ich habe gesagt, dann geh mal nach Hause und schau dir die Merkmale einer Sekte an. Und jedes der Kriterien hat auf mich zugetroffen. Da war ich zuerst einmal schwer beeindruckt und habe aber dann gesagt, jetzt muss ich was machen. Und habe mir dann Hilfe gesucht außerhalb der Gruppe. Ich war ja auch leicht paranoid in dieser Situation. Wie war das bei euch innerhalb? Hat es da auch so Kontrollmechanismen gegeben, wenn man zum Beispiel jetzt Zweifel hatte, wenn man sich irgendwelche komischen Fragen gestellt, dass man dann von anderen mehr oder weniger an den Guru gemeldet worden ist? Genau, es gab diese Hackordnung, nach oben buckeln, nach unten treten, jeder bespitzelt den anderen, das war wie ein KZ. Ja. Also du warst in einem Gefangenenlager, wo du genau gewusst hast, dass jederzeit wirst du erwischt und jeder kontrolliert dich und jeder passt auch auf dich, was du machst. Weil natürlich jeder auch versucht hat, besser zu sein. Ja? Also passe ich auf, was der für Fehler macht und vernader ihn dann, damit ich besser bin. In so einer Situation war ich auch, da habe ich mich einer Freundin anvertraut, die das natürlich prüfbar 1:1 ihrem Ehemann erzählt hat. Und so ist es dann eben auch dazu gekommen, dass ich, da waren es halt kein ganzes Gremium, sondern es waren einfach 3 Männer, 3 Älteste, die mich aufwachsen sehen haben. Also die kannten mich von vor Volksschulalter teilweise schon, bis ich eben eine erwachsene Frau war, so 3 Männer. Und die haben mir sehr intime Fragen darüber gestellt, was ich gemacht und was ich nicht gemacht habe. Und da gab es dann zum Beispiel auch diese Situation,
Das war denen ja noch peinlicher als mir. Und sie haben sich ja nicht mehr getraut, die Fragen wirklich zu stellen. Sie haben, also da gibt es ein eigenes Buch, so speziell für junge Leute, wo halt drin ist, was ist richtig, was ist falsch. Und da haben sie halt dann das Kapitel zum Thema sexueller Moral oder Unmoral aufgeschlagen. Und dann gab es so die Fragen so, hattest du, also quasi, was ist passiert oder was kann passieren? Petting, Oralsex, Vaginalsex, Analsex. Und dann haben sie halt mit dem Finger hinzeigt und so, war das. Und ich habe halt wahrheitsgemäß geantwortet, ja, habe ich gemacht, nein, habe ich nicht gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, da sitzt eine junge Frau, ja, manche sind 14, manche sind 16, manche sind, oder sind schon 18, sitzen vor drei erwachsenen Männern und müssen sich solchen Fragen stellen. Ja. Das ist so demütigend. Weil wenn ich es nicht wahrheitsgemäß beantworte, dann kann man ja davon ausgehen, dass ich nicht aufrichtig bereue. Bereue ich nicht aufrichtig, verliere ich die Gemeinschaft. Verliere ich die Gemeinschaft, verliere ich alles. Und ich habe heute noch, Jahre später, Albträume, wo ich einfach mitten in einer Gegend, also quasi, ich bin mit jemandem im Auto unterwegs, er tankt, ich gehe rein zum Zahlen, komme raus, er ist weg. Ich habe kein Handy, ich habe keinen Schlüssel, ich habe kein Geld. Alle Leute, es sind immer Leute da, aber sie drehen sich weg von mir, sie ignorieren mich aktiv. Was ja auch im wirklichen Leben so war, ne? Wenn man geächtet ist. Genau, also irgendwann wurden die Träume dann besser, weil ich laufe dann immer durch einen Wald, lande bei einem Haus und dort machen mir immer andere Leute auf, aber Leute, die ich nach meinem Ausstieg kennengelernt habe, und die nehmen mich dann auf und quasi peppeln mich auf und bringen mich dann nach Hause. Aber diese Angst hattest du ja auch, glaube ich, gell, Peter, als du weggegangen bist. Ja, da hat mich aber mein Bruder ein bisschen angesteckt mit der Angst, weil ich bin bei meinem Bruder untergekommen, wie ich ausgestiegen bin. Und der hat gesagt, ja, aber du musst das ist jetzt eine lustige Geschichte, ich will nicht, dass die mich finden. Du darfst nicht bei mir auftauchen. Also hat er mir eine Deckadresse in einem unbewohnten Haus besorgt. Von dort habe ich eine Postnachleitung in ein Postfach gemacht, von diesem Postfach in ein zweites Postfach. Und dort habe ich mir dann meine Post abgeholt. Also völlig schizophren und paranoid. Aber das habe ich dann sehr bald abgelegt und kapiert, dass das nicht notwendig ist. Weil ich habe dann angefangen, Lebensläufe zu schreiben, weil ich einen Job gesucht habe. Ich habe 150 Bewerbungen geschrieben. Eine einzige Antwort bekommen, das war eine Absage. Weil wer stellt einen 55-Jährigen an, in der Zeit damals? Und ich habe dann, aber bei diesem Schreiben bin ich draufgekommen, wenn ich mir so einen Lebenslauf durchgelesen habe, das stimmt ja gar nicht, dass ich nichts bin. Ich habe ja viel gemacht. Ich habe Messen betreut, ich habe Produkte entwickelt, ich habe Grafik gemacht, ich hab was gemacht. Und das 7 Tage die Woche? Ja, und das hat mir ein gewisses Selbstwertgefühl gegeben. Und ich habe dann meinen ersten Fernsehauftritt sozusagen als Schattenriss an der Wand mit verstellter Stimme gemacht, weil damals hatte ich gerade einen Job bekommen und habe Angst gehabt, wenn der Arbeitgeber hört, der ist aus einer Sekte, dann schmeißt er mich raus, weil das ist ja Tabu. Das war ja ein Tabubegriff in der Gesellschaft. Der Sektmitglied, der muss ja verrückt sein, der ist ja nicht normal. Und dann habe ich aber kapiert, dass am stärksten bin ich, wenn ich meine Schwächen zugebe. Also, dass wenn ich mich oute und sage, ich war das, ich bin das, bin ich unangreifbar, bin ich stark. Und das habe ich dann durchgezogen bis zum Schluss. Und ich wollte nur zu dir was sagen. Es gibt noch ein anderes Modell, wie man in eine Sekte kommen kann. Der Guru schafft es, jeden sofort ein Problem zu konstruieren. Du musst nur einen Jugendlichen fragen, und hast du nicht Probleme mit deinen Eltern? Streitet sie manchmal. Bitte, welcher Jugendliche streitet nicht manchmal mit seinen Eltern? Und daraus wird dann das Problem gestaltet. Weil Peter auch unsere Expertin angesprochen hat, möchte ich nämlich gerne auch gleich die Frage an dich richten, liebe Monika Vogrolli. Nämlich, wann wird der Glaube tatsächlich gefährlich? Beziehungsweise was tut man, wenn man eine Person gefährdet weiß? Alles, was radikalisiert vorkommt und wo eben dieser Dualismus entsteht, gut, böse, wir die Guten, alle anderen böse, und die müssen wir irgendwie bekämpfen, teilweise sogar vielleicht sogar radikal, fundamentalistisch und terroristisch mit Maßnahmen wie Gewaltanwendung, psychische, physische Gewalt haben wir heute alles dabei gehabt. Wenn so agiert wird, dann ist es wirklich ein Warnzeichen. Was kann man da tun? Da soll man auf alle Fälle nicht den Kontakt abbrechen, weil das passiert ja häufig, dass dann eben diese Isolierung
diese Strategie auch Platz greift, dass man gar nicht mehr Kontakt haben kann, sondern man soll unbedingt Kontakt halten. Es gibt dann auch diverse Beratungs- und Informationsstellen, aber man kann auch zu einem Gewaltschutzzentrum gehen, weil es handelt sich ja in vielen Fällen um psychische oder sogar physische Gewalt, wenn man zum Beispiel daran gehindert wird, wegzufahren aus San Francisco und die Eltern einen holen. Wichtig ist, in Verbindung bleiben und dann wirklich versuchen, zu so einer Informationsstelle zu gehen und sich Rat und Hilfe zu holen und dann auch weiter das Gespräch zu führen. Im Dialog bleiben, auf gar keinen Fall diese Isolation anerkennen und sagen, ja, es geht ihr ja eigentlich eh gut, sie ist halt ein bisschen anders, aber sie hat halt jetzt einen höheren Sinn im Leben. Sich nicht damit begnügen, sondern weiter sich um diese Person bemühen. Das mit dem im Gespräch bleiben ist sicher ganz wichtig, aber auf keinen Fall mit rationellen Argumenten dagegen arbeiten. Ganz sagen, wichtig. Du musst ganz doch verstehen genau. Und so weiter und das kann auf doch gar nicht keinen sein. Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man darf nicht dagegen reden und sagen, so ist es reden. Ja gar nicht. Merkst du nicht, die manipulieren dich nur, weil man immer gerade in diesem Hype drinnen ist und das Gefühl hat eben, wir haben auch davon gesprochen, angekommen zu sein. Dann ist man in einem glückseligen Zustand, hat ein neues Zuhause, eine Gemeinschaft gefunden, wo man sich wohlfühlt, die auch Identität und sinnstiftend wirkt. Das heißt, in Kontakt bleiben, aber immer wieder mal auch zeigen, welche Möglichkeiten es denn gibt, wenn man genau, jetzt andere Sichtweisen erlauben und auch an diesen, glaube ich, uns allen zu eigenen Impuls zum kritischen Denken appellieren und sagen, das ist alles spannend und interessant, aber es gibt ja auch andere Standpunkte. Danke dafür, dass ihr hier wart. Ihr habt ganz bestimmt sehr vielen Menschen auch weitergeholfen mit eurer Geschichte. Ich wünsche euch alle, auf alle Fälle alles Gute und viel Kraft auch in der Zukunft. Wir haben heute Einblick in die bizarre Welt der Sekten und Religionsgemeinschaften aus erster Hand erhalten. Und vielleicht haben die Geschichten meiner Gäste heute erschüttert, aber sie haben eines auf alle Fälle gemacht, sie haben Mut gemacht. Und sie haben uns gezeigt, dass es immer ein Leben gibt, aus der Dunkelheit ins Licht. Danke fürs Zuschauen, machen Sie es gut. Sie wollen auch einmal bei mir zu Gast sein? Dann rufen Sie an und verraten mir Ihr Wunschthema.